Hallo, nach 14 Tagen Schnee ist der Frühling eingekehrt. Schaut euch mal die wunderbare Natur an. Langsam erholt sie sich wieder. Laub liegt auf dem Boden. Der Boden, wie soll ich sagen, ja, der ist schön, ja, der erholt sich wirklich. Ich habe schon die ersten Pilze gesehen, die langsam wachsen, hier im Arnsfelder Wald. Und die ersten Vögel hier oben zum Beispiel. Ja, fangen an, sich ihre Nester zu bauen. Ja, was soll ich sagen? Es ist einfach nur toll. Jetzt würde ich gerne. Oh, Entschuldigung. Jetzt würde ich gerne das Display ändern, um mal den anderen Grund zu zeigen. Ich drehe einmal mal um. Ist einfach wow. Wenn man jetzt hier lang läuft, ich war schon vor ein paar Tagen hier drin, da bin ich schön richtig tief reingelaufen. Da ist hinten alles voller Bäume. Da hinten ist wirklich, da fängt der Wald an zu blühen. Überall Karnickel. Gestern oder vorgestern ist mir sogar ein Reh über die Füße gelaufen. Also das nenne ich mal langsam wieder die einkehrende Natur, die wieder zurückkommt am Rande von Berlin. Nicht weit weg, aber wenn man hier rausgeht, ist das die pure Erholung. Ja, ich bin gerne hier draußen, weil man sich hier total entspannen kann. Außerdem muss ich sagen, wir haben ja einen Balkon zu Hause und ja, da pflanze ich auch mal vieles an. Dann gucke ich ab und zu auch draußen mal nach Kräutern. Ob sich was lohnt, was man zu Hause mit anpflanzen kann. Es gibt zum Beispiel viele so wie Stiefmütterchen und so weiter. Pusteblume, auch Löwenzahn genannt. Es gibt einiges zur Auswahl. Ja. Und das kann man alles in der Natur finden, wenn man möchte. Man kann sich quasi auf seinem Balkon dann eigene Kräuterkarten herstellen. Mit dem, was die Natur draußen im Wald zu bieten hat. Man muss es nur machen. Das ist wichtig. Okay, das war's erstmal von meinem kleinen Feedback aus der Natur. Die ersten Frühlingstage in diesem Jahr. Es ist einfach nur, ja, toll, wie man so sieht. Bye bye. Schaut euch das an. Ein riesen Ameisenhügel hier. Oder einen umgestürzten Baum. Also, die Natur fängt wirklich hier im Wald an wieder zu leben. Wir sollten das, was wir durch die Natur geschenkt bekommen haben, nicht immer mit Füßen treten, sondern einmal mal mit Goldhänden annehmen und das Beste draus machen und selber mal mit unseren scheiß Plastikzeug und was es alles möglich gibt, mal zurücktreten. Um einfach mal die Natur zu schützen, die vorhanden ist. Denn das, was hier ist, ja. Und wie soll ich das sagen? Ist nicht gang und gäbe mehr so richtig. Das ist eher die Seltenheit. Dass ich hier sowas finde, ist echt schön.